Oh shit, Leute, es geht wirklich los. Heute, der Tag ist gekommen. Wir bauen heute Fenster ein. Ich habe wirklich richtig Bammel schon vor dem Einbau, ob alles gut geht, der Ausschnitt, das Kleben und so. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Ob das was wird, finden wir in diesem Video raus. Kurz vorab, dieses Video ist ein Werbevideo. Hier irgendwo steht's. Die Fenster sind gesponsert von gpart.de. Vielen, vielen Dank auch nochmal an Florian für die Fenster und ich würde sagen, wir legen los. Wir packen sie mal aus. Ich zeige euch die erstmal. Dann geht's los, ja. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Windgeräusche. Heute ist sehr, sehr windig. Sorry dafür. Okay, was fällt mir hier schon mal entgegen? Scheibenklebstoff Ultimate. Und so sehen die Fenster aus. Genau, das sind die Fenster. Hier ist noch eins drin, das ist für die Fahrerseite. Und dann haben wir dieses hier, das ist für die Beifahrerseite. Mit dem werden wir auch anfangen. Es ist ein Schiebefenster, richtig geil tief dunkel getönt in sogenannter T5-Optik. Und ja, ich würde sagen, wir bauen das jetzt ein hier. So, als allererstes müssen wir natürlich erstmal die Verkleidung hier abbauen. Macht Sinn. Und dann gucken wir mal, wie wir das am besten ausschneiden. Hier hat mal einer professionell gedämmt, würde ich sagen. Die Fragen aller Fragen: Wo schneidet man denn jetzt hier am besten? Direkt am Rand hier? Ich werde mir jetzt vorher noch so einen Müllsack hier rankleben, hier unten mit Klebeband festkleben und schön rum, sodass, wenn ich jetzt von außen mit der Stichsäge arbeite, dass die ganze Späne nicht hier reinfällt oder hier irgendwo zwischenfällt. Ich werde jetzt an den Rändern hier innen vier Löcher bohren und dann von außen anzeichnen, von Loch zu Loch und dann einfach mit der Stichsäge da rein. Aber ich hätte mal die Löcher vorher machen sollen. Jetzt habe ich hier die Tüte da im Weg. Ach komm, no risk, no fun, ne? Ich fange extra mit der Schiebetür an, wenn ich die nämlich verkacke. Die könnte man notfalls noch tauschen. Wenn ich jetzt gleich da hinten angefangen hätte, scheiß Wind. Oh, jetzt sieht das auch noch nach Regen aus. Irgendwie habe ich heute ein sehr schlechtes Gefühl. Wir haben ein Loch im Bus. Das war das. Acht Löcher im Bus. Und daraus machen wir jetzt ein großes. Ich habe es extra so gemacht, damit ich hier diese Rundung hinkriege. Jetzt zeichne ich quasi von hier bis zu dem Loch einmal so an. Dann von dem Loch zu dem Loch. Und dann müssen wir halt hier diese Rundung noch irgendwie hinkriegen. Vielleicht von innen mal gucken. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Frischluft im Bus. Also die Tüte hat hier ein bisschen was aufgefangen. Nicht viel, aber etwas. Das meiste ist hier zwischen. Muss ich dann mit dem Sauger aussaugen. Holy shit, ey. Könnte man fast so lassen. Ja, ich glaube, das wird cool.
Das ist nicht so cool. Aber naja. Oh, ich könnte kotzen, Leute. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Es war so klar, ey. Jetzt muss ich das hier irgendwie zumachen. Scheiße. Der Regen hat zum Glück aufgehört. Ich muss mich aber ein bisschen beeilen, weil da kommt heute definitiv noch mehr. Ich habe jetzt die Ränder alle nochmal. Fuck, ey. Das war so klar. Ich sage ja, heute ist nicht mein Tag. Auf jeden Fall habe ich die Ränder alle schon mal angeschliffen hier, dass wir keine scharfen Kanten haben. Jetzt schmiere ich das Ganze noch mit Rostschutz ein. Mit der Hand am besten. Lass es trocknen und dann kommt nachher dieser Primer rauf, alles nochmal sauber gemacht und dann setzen wir die Scheibe ein. Ich denke, die zweite Scheibe werden wir heute nicht schaffen, aber die erste auf jeden Fall, hoffe ich. Und dann machen wir morgen die zweite, aber für euch trotzdem in dem Video. So, das Ganze ist jetzt durchgetrocknet. Jetzt haben wir hier von Würth, von dem Set hier, von dem Kleberset, so ein Vario-Primer nennt sich das. Und so ein Puschel hier. Damit schmieren wir jetzt quasi die Flächen ein. Oh, dieser scheiß Wind, ey. Da schmieren wir jetzt die Flächen ein hier, wo dann nachher der Kleber drauf sitzt. Das ist hier quasi ein Haftprimer, irgendwie sowas. Nein, es fängt an zu regnen. Ich hasse mein Leben. Ich fühle mich verarscht hier irgendwie. Wenn wir das noch ein bisschen entfetten hier, ein bisschen sauber machen, die Scheibe, da ist auch so ein Zeug hierbei, so ein Reinigertuch. Mir das ein bisschen feuchter vorgestellt. Ich Idiot. Nass, trocken, alles klar. Und jetzt wird's richtig spannend. Ja. So, hier an der Kartuschenspitze haben wir hier so eine Auskerbung. Das heißt, ich muss jetzt so schön eine Wurst hinbauen, so einen dreieckigen Turm hier, also einmal ringsrum, wie so eine Mauer. Und dann kleben wir das Ding an. Das sollte es gewesen sein. So sieht das Ganze aus. Hier so eine schöne Mauer ringsherum gebaut. Was natürlich jetzt richtig geil wäre, wäre solche Saugnäpfe, um die Scheibe festzuhalten. Habe ich leider nicht da. Deswegen muss das irgendwie so gehen. Puh, okay. Also es ging ganz gut, denke ich. Jetzt haben wir hier natürlich Rand, das ist klar. Aber hier werde ich sowieso nochmal nachlackieren, also die Scheibe abkleben und dann nochmal hier schön reinsprühen. Mit dem Blau muss ich sowieso machen, weil ich habe jetzt hier Kratzer dran. Aber so, das ist echt gut geworden. Huh?
haben hier einen schönen Abstand, denke ich. Der sollte eigentlich hinhauen. Jetzt hier oben ein bisschen Klebeband dran gemacht, damit ich sehe, ob die Scheibe runterrutscht. Aber das sieht ganz gut aus. Erste Scheibe ist drin. Geil. Geil, geil, geil. Der Kleber ist jetzt hier auch gut rausgequollen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera jetzt sieht. Aber auf jeden Fall scheint es dann richtig angedrückt zu sein und gut dosiert zu sein. Ja, das sollte es gewesen sein. Geil. Sehr geil. Ich freue mich. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen trocknen hier, dass es schön anbackt. Ich werde das nochmal abdecken, falls näher doch wieder Regen kommt. Und ja, ich lasse das jetzt ruhen. Und dann morgen Otherside. Also ich bin happy. Ist richtig, richtig geil. Kaum ausgesprochen, fängt es wieder an zu regnen. Ey. Ich hoffe, morgen ist besseres Wetter für die andere Seite. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben es mittlerweile ein paar Tage später. Die Fenster sind alle beide drin. Das für die Fahrerseite habe ich einen Tag später noch eingebaut. Es hat zwischenzeitlich auch schon geregnet, viel geregnet. Und ich musste feststellen, sind beide dicht, absolut dicht. Wir machen jetzt gleich noch einen schönen Carport. Ich laufe einmal ringsrum, zeige euch die Fenster auch nochmal im Detail. Wer dann Bock hat auf so ein Fenster, gerne mal bei gpart.de reingucken. Es sind nicht nur diese Fenster, er hat auch ganz andere Fenster, auch für T3, T4, T5, alles da. Nicht nur Fenster, auch allen Kram, den man sich wünschen kann. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle an Florian, dass das geklappt hat. Ich bin mit den Fenstern sehr zufrieden. Es hat super geklappt, auch für einen Laien wie mich. Super einfach einzubauen und die Optik ist auch sehr, sehr cool. Ich musste mich erst damit anfreuen, dass jetzt da Fenster drin sind, weil das von der Lackierung her jetzt ein bisschen komisch aussieht. Auf der einen Seite, auf der Beifahrerseite, habe ich das schon geändert. Ich habe mit meinen Spraydosen schon ein bisschen was am Design geändert, werdet ihr gleich sehen. Auf der anderen Seite, auf der Fahrerseite noch nicht, weil mir die Dosen ausgegangen sind. Ich habe mir aber schon neue bestellt, also werde ich das auch nochmal nachlackieren, damit das alles stimmig ist. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, lasst gerne ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen zu dem Bus und zu anderen Projekten. Danke, danke, danke. Auch gerne ein Like da lassen und einen Kommentar, was ihr davon haltet. So, jetzt geht's los. Kleines Carphörnchen.
Nochmal kurz zu der Lackierung, das ist das, was ich meine. Wir haben jetzt hier durch das Fenster natürlich eine Unterbrechung drin. Und auf der anderen Seite habe ich das Blau hier hochgezogen und das hier noch ein Stück tiefer gesetzt. Das werde ich auf der Seite dann auch noch machen, weil ich einfach optisch finde, dass das dann, wenn das hinten raussteht, ein bisschen besser aussieht. So wie auf dieser Seite hier. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu sagen, wie ihr das jetzt findet. Ich finde es besser als vorher auf jeden Fall. Und genau, danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, macht's gut. Adieu.